Also der Exit ist auf jeden Fall zu. Wir müssen wahrscheinlich raus. Ne, wir sollen ja immer noch zum... Warte mal, unser Auftrag ist... Gelangen Sie zum Funkgerät. Genau, unser Auftrag ist immer noch der Funkgerät. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Geht's hier überhaupt weiter? Wir müssen ja hier irgendwie noch einen weiteren Zugang, Ausgang, sonstigen Gang finden, um hier rauszukommen. Dadurch, dass es jetzt hier so hektisch ja auch alles angefangen hat, erstmal nochmal herzlichen Dank an Steve, dass ich dieses wunderbare Game hier spielen darf. Finde ich awesome. Ja, Outlast 1 war ja nicht stressig genug. Nein, wir müssen natürlich auch noch The Whistleblower spielen. Dafür schreibt ihr mal in die Kommentare, wen ihr gerne sehen wollen würdet, zwecks Outlast 2. Ja, da sehe ich ja eigentlich den Steve ganz klar vorne, aber schreibt es einfach mal in die Kommentare. Soll eher ich das Ganze nochmal aufnehmen? Quasi die Outlast-Session komplett durchziehen? Oder soll der Steve mal ran an die Nummer? Ja, Freunde. Jetzt stehen wir schon da und wissen gar nicht, wie es weitergeht. Das ist ja schon mal mega nervig. Warte mal. Sind hier auch so ein Jump-and-Run-Eck? Muss ich hier hin zufällig? Hallo. Okay. Ich muss anscheinend hier lang und dann hier runter. Nice. Jetzt sind wir hier hinter. Hier gab es ein bisschen... Hier hat doch jemand noch gebrüllt. Hallo. Hallo. Okay. Sir? Ihnen geht's nicht gut. Alter, ich laufe hier barfuß rum. Okay, dir geht's auch nicht mehr so gut. Okay, hier kann ich mich verstecken. Und die Batterie neigt sich dem Ende. Ja, Meter in dem Game sind auf jeden Fall Batterien sammeln. Ne, hatten kennen wir ja noch aus Outlast 1. Und hier gibt's aber nichts zu sammeln. Also, die Patienten rasten aus und ja, machen jetzt die Ärzte hier ein bisschen kaputt. Aber wenn man so sich die Behandlung angeschaut hat, ist das nicht verwunderlich. Was ist hier los? Ah, nein. Ich bin einer von euch, Freunde, ne? Das ist euch bewusst, hoffe ich. Ich hoffe, das heißt, ihr lasst mich dann dementsprechend auch in Ruhe. Also, nicht so wie der eine Typ, der mich jetzt hier vorhin gehauen hat. Was ist das denn? Oh! Ja, macht man sich ein Süppchen, ne? So. Kann man machen? Muss man nicht machen. Okay. Er hat einfach mal ein bisschen klein gehämmert. Okay, hier sind sie alle weg. Batterien nachladen. Kurze Action. Alter. Okay. Okay, also ich guck euch nicht an, dann ist es okay. In der Kannibalenküche. Bitte nicht darum, meinen Leichnam zu sehen, Lisa. Wenn ich sterbe, wenn du mit den Klagen durch bist und du dieses Material aus den Händen von Murkoff Anwalts Armee und angehörten Auftragsmördern loseisen kannst, dann lass sie dir nicht meinen Körper zeigen. Beerdige ihn oder verbrenne ihn. Lass meine Söhne sich an mich als Ganzes erinnern. Der Mann ist Menschenfleisch. Er sieht mich an und ich sehe Wut, ein wenig Verlangen. Aber mehr als alles andere, Hunger. Lass sie dir nicht meinen Körper zeigen. Okay, also die Hauptnotiz ist, ja, lass dir nicht meinen Körper zeigen. Sondern nimm meinen Tod einfach anscheinend so hin und mach was draus. So nach dem Motto. Okay, hier geht's noch weiter. Ich glaube, dass ich hier nicht alleine bin. So habe ich zumindest das Gefühl. So, hier haben wir noch erstmal nochmal Batteries. Batteries sind immer wichtig. Batteries. Okay. Damit haben wir jetzt den Raum soweit gecleared. Ich würde auch gerne verstehen, also klar, wir haben jetzt so eine Gehirnwäsche bekommen und haben jetzt da immer diesen Schimmer vor den Augen. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann irgendwie in so einen Rage kommen, wo wir quasi Bock haben. Leute kaputt zu machen. Also ich muss jetzt hier, die Tür muss von den Handschellen befreit werden. Okay, also da, das ist jetzt unser Auftrag. Das heißt doch aber im Umkehrschluss, dass wir dafür einen Schlüssel finden müssen. Und der Schlüssel wird doch bestimmt bei einem so einem Polizisten rumliegen. Bei so einem Sicherheitsbeauftragten. Der irgendwo rumliegt, so wie er hier. Also gehen wir mal weiter gucken. Okay, wir können nicht zurück. Kann ich denn hier durch? Nein. Haben wir denn hier sowas im Locker Room? So eine Art Schlüssel? Also hier haben wir ja nur unseren Versteck. Haben wir irgendwie so einen Schlüssel in den Pissoirs?
Nope. Okay. Ja, wo soll jetzt der Schlüssel dafür sein? Kann ich hier irgendwie durch? Oh ja, warte mal. Ich kann hier rüber. Aha. Hier kann ich durch. I know you're close. Lass mich da durch! Hä? Wo muss ich denn hin? Ja, du richtig. Komm erstmal mit. Ah, wunderbar. Lass mal zu. So, was gibt's hier? Welche Eingänge gibt's hier auch nicht? Ja, I don't know. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Schimmer, was ich jetzt hier machen soll. Der Typ wird hier gleich wieder geil auf uns sein. Und ich würde gerne dahin. Da liegt eine Batterie. Okay, schade. Ich dachte, da liegt ein Schlüssel. Liegt aber nicht. So, eigentlich ist der Typ jetzt hier drin. Also, denke ich mal. Oder? Das weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt. Ist der jetzt wirklich weg oder ist der einfach nur. Despawned. Oder hat er uns hier irgendwie was aufgemacht? Weil er uns weiterhilft. Hä, wo ist er hin? Hä? Raff ich was nicht? Also wäre ja nicht das erste Mal, dass ich was nicht raffe, aber... Der Typ ist hier rein. Und seitdem der Typ hier rein ist, ist er weg. Hallo. Ja, so viel mit nach oben gucken. So, weil wenn er nämlich hier drin ist, dann wird er wahrscheinlich mich hier erwarten. I need to tell you a secret. Are you my friend? I have an axe. Ja, wo denn? Soll ich dich irgendwo kratzen? Okay. Kommst du mit? Ja, du kommst mit. Kommst du mit? Ja, ist ja... Okay. Don't be scared. Ja, bin ich nicht. Alles gut. Erzähl mir doch mal dein Secret. Also anstelle, dass du dich andauernd wiederholst. Ja, du hast einen Itch. Ey, okay. Gut, der bringt uns keinen Millimeter weiter. Hätte gedacht, dass der uns ein bisschen verteidigt gegenüber manchen, die uns nicht so gut gesonnen sind. Aber nee, er hat deinen Itch und möchte einfach nur seinen Itch itchen. Juri, so, okay, hier haben wir noch eine Dokument. Fall MM2, Aktualisierung 271. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und juristisch überarbeitet werden. Siehe Formular 4083. Um den anhaltenden Rechtsstreit dienlich zu sein. Autor Ethan Striscandera. Hinweis, dies ist eine Anfrage für eine spezifische juristische Konsultation in dem anhaltenden Rechtsstreit von Melissa Cho gegen Murkoff Charitable C-Chartrick Inc. USA, ursprünglich eingereicht in 2010. Zum Zeitpunkt von Miss Chows Kündigung waren die psychosomatischen Wirkungen des morphogenetischen Antriebs auf weibliche Angestellte und Patienten bereits gut etabliert. Mehr als 7 weibliche Angestellte und Patientinnen waren innerhalb weniger Wochen von einer Scheinschwangerschaft betroffen, bevor sie Fehlgeburten der nicht existierenden Kinder erlitten. 5 von ihnen verstarben. Weibliche Angestellte wurden in höhere gelegene Stockwerke der Einrichtung verlegt, dann in anderen Gebäuden und schließlich komplett aus der Mount Massive Einrichtung entfernt. Projekt Wallrider bedurfte einer absoluten Geheimhaltung
um die bedingten Faktoren zur Versetzung und Kündigung zu gewährleisten, was allerdings von einigen gekündigten Betroffenen als eine Ungerechtigkeit wahrgenommen wurde. Miss Shaw hat gerichtlich eine Freigabe des IFG erstritten, in Bezug auf die Dokumente, die ihre Kündigung betreffen. Um zufriedenstellende Informationen zu präsentieren, müssen diese Dokumente erstellt und nachdatiert werden, ohne die Geheimhaltung des Projektes zu gefährden. Bitte um Anweisung, Ethan Sriskandera, Berater MM214. Also, kurz und knapp, Dokumente werden gefälscht. Ja, super. Nice Company. Alter, diese... Also, wirklich. Wirklich. Hallo. Jetzt ist die Tür kaputt. Warum ist die Tür kaputt? I don't know. I don't give a fuck. Ich kletter jetzt hier rüber und kletter hier rüber. Und kletter darüber. Und sage mir, Handschellen auf. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz nach hinten. Ne? Ne? Bist du nicht mitgekommen, wa? Hast du nicht geschafft. So. Wo sind wir? Ach du Scheiße. Wo sind wir hier? Gibt es hier erstmal einen Safe Point? So ein bisschen? Also, okay, hier kann ich mich wieder verstecken. Was ich wahrscheinlich auch machen werden muss. Von hier oben komme ich, richtig? Jupp, von hier oben komme ich. Okay, dann lass uns mal ein bisschen hier gucken, ob wir hier noch was Schönes finden, wie zum Beispiel Batterien. Ja, ich sag's immer wieder gerne. Batterien. Batterien. What the fuck? Hallo? Brenn! Oh, war der falsche. Okay, warte. Der hier. Kann ich den Knopf jetzt nochmal drücken? Nice. Okay. Welchen Hintergrund hat es? Also irgendwo müssen wir ja wahrscheinlich reinrennen. Was ist denn dein Problem? Na, ich glaube ja mal nicht. Da geht's raus. Komm, Rinder. Mach das, dass du hier rauskommst. Dann wird ein bisschen warm. Da hilft selbst eine Klimaanlage nicht mehr. Ei, ei, ei. What? Nö. Einfach nö.